Das Supertalent ist ein Spiel von Mattel nach der gleichnamigen RTL-Fernsehshow. Ab 10 Jahre geeignet für 2 bis maximal 4 Spieler. Der Inhalt. Wenn du die Packung öffnest, kannst du erstmal den Inhalt inspizieren. Ein Spielbrett, 4 Spielfiguren, 100 Aufgabenkarten, eine Spielröhre, eine Sanduhr, 3 Gedankenleser-Chips, 12 Talentchips, ein Würfel, 17 Siegpunkte-Chips, 12 Charakterkarten. Der Spielaufbau. Ziel des Spieles zunächst ist es, als Erster das Zielfeld zu erreichen und dabei sein Talent einzusetzen, um die meisten Siegpunkte-Chips zu gewinnen. Die Spielvorbereitung. Alle Teile werden aus dem Karton genommen und wie dargestellt platziert. Die Aufgabenkarten werden nach Kategorien geordnet und in die 4 Themenstapel aufgeteilt. Es gibt Table Star, Akrobat, Superhirn und Showtalent. Jeder der 4 Aufgabenstapel kommt in eine Ecke des Kartondeckels. Es gibt Schlitze, die für die Karten vorgesehen sind und sie sind von 1 bis 4 nummeriert. Es ist dabei egal, in welchen Schlitz welche Kategorie gesteckt wird. Jeder Spieler wählt eine Charakterkarte und eine farbige Spielfigur aus, die ihn im Spiel repräsentieren. Die ausgewählte Charakterkarte und die Spielfigur werden auf das Startfeld mit der entsprechenden Farbe gestellt. Jeder Spieler erhält zudem 3 Talentchips. Spielen. Der jüngste Spieler beginnt natürlich. Das Spiel wird dann im Uhrzeigersinn fortgesetzt. Ein Spieler ist an der Reihe, er würfelt. Anschließend zieht er eine Aufgabenkarte aus dem Schlitz mit der Nummer, die er gewürfelt hat. Im Spiel der Supertalent gibt es die 4 folgenden Kategorien, wie Showtalent, Table Star, Akrobat, Superhirn. Diese Aufgaben beinhalten körperliche Aktivitäten. Grün, blau, gelb. Häufig kommt dabei die Spielröhre zum Einsatz. Hier ein Beispiel. Röhre auf dem Fußrücken. Ziel. Geht so weit ihr könnt, während ihr die Röhre auf dem Fuß balanciert. Suche dir einen anderen Spieler aus, gegen den du antreten möchtest. Lege die Röhre oben auf deinen Fuß. Du darfst deine Zehen anheben, um sie zu fixieren. Starte, sobald die Sanduhr läuft und gehe so weit du kannst, ohne die Röhre zu verlieren. Verlierst du die Röhre, ist dein Versuch damit beendet. Ist die Zeit abgelaufen, markiere deine Position mit einem Talentchip. Anschließend ist dein Mitspieler an der Reihe. Wer die weiteste Strecke zurücklegt, gewinnt. Bei Table Star wird in der Regel im Sitzen oder am Tisch gespielt, meistens mit der Spielröhre. Unter der Kategorie Superhirn verbergen sich Aufgaben, bei denen es um Wissen und geistige Leistung geht. Und häufig spielt aber auch die Popkultur eine große Rolle. Showtalent. Diese Aufgaben beinhalten Darbietungen, wie zum Beispiel Gesang oder die pantomimische Darstellung eines Promis. Es gehören aber auch Pfeifen und Singen dazu. Die auf der Aufgabenkarte gestellte Aufgabe wird gespielt. Dazu muss man die Aufgabenkarte lesen. Hat sich ein Spieler für ein Duell einen bestimmten Mitspieler als Gegner ausgesucht, so muss er bei der nächsten Gelegenheit für ein Duell einen anderen Mitspieler als Gegner wählen. Möchte der Spieler, der an der Reihe ist, die gestellte Aufgabe nicht annehmen, kann er einen seiner Talentchips einlösen und ein weiteres Mal würfeln. Ist die Aufgabe gelöst, erhalten der oder die erfolgreichen Spieler jeweils einen Siegpunkt. Auf einigen Karten gibt es eine Heavy-Metal-Variante. Wer sich einer solchen schwierigen Variante einer gezogenen Aufgabe stellt, erhält, wenn er erfolgreich ist, zusätzliche Siegpunkte-Chips. Die Spieler verwenden ihre gewonnenen Siegpunkte-Chips, um Stufe für Stufe vom Start zum Zielfeld zu gelangen. Für den Spielzug vom Startfeld zum Runde 1 Feld muss ein Spieler einen Siegpunkte-Chip einlösen. Um vom Feld Runde 1 zum Feld Runde 2 zu gelangen, muss er aber bereits 2 Siegpunkte-Chips einlösen. Für den Spielzug von Runde 2 zu Runde 3 muss ein Spieler 3 Siegpunkte-Chips einlösen. Für den Spielzug von Runde 3 zum Zielfeld muss ein Spieler sogar 4 Siegpunkte-Chips einlösen. Sobald ein Spieler genügend Siegpunkte-Chips gewonnen hat, um zum nächst höheren Spielfeld zu gelangen, darf er diese auch sofort einlösen. Ist ein Spieler nicht an der Reihe, gewinnt aber ein Duell oder eine Aufgabe, an der alle Spieler beteiligt sind und hat dadurch genügend Siegpunkte-Chips beisammen, um zum nächst höheren Spielfeld zu gelangen, darf er diese direkt einlösen und weiterkommen. Die Spielröhre kommt in den Aufgaben der Kategorien Table Star und Akrobat zum Einsatz. Wie sie genau eingesetzt wird, steht jeweils auf den Karten. Gewonnen hat, wer als Erster das Zielfeld erreicht.